Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Inflation ist da und Inflation führt automatisch zu mehr Inflation. Wenn die Zahnpasta oder in diesem Fall die Inflation aus der Tube ist, bekommt man sie nicht wieder hinein. Was viele nicht begreifen ist, dass sich Inflation auf unterschiedliche Assets anders auswirkt. Ich unterscheide hier zwischen galoppierender und Hyperinflation. Der Unterschied ist die Geschwindigkeit, in der die Preise steigen. Als Graph dargestellt hat die Hyperinflation eine Exponentialfunktion. Bei Kryptowährungen sind wir in einer Hyperinflation, trotz der großen Kursschwankungen. Wenn man sich zum Beispiel den Bitcoin-Chart anguckt, zeigt, wer seinen Bitcoin gehalten hat, hat egal zu welchem Zeitpunkt er gekauft hat, immer Gewinn gemacht. Entscheidend war dabei nur, wie lange man gehalten hat. Bei Holz und anderen Baustoffen sind wir in einer Hyperinflation. Bei Lebensmitteln sind wir in einer galoppierenden Inflation. Wir stellen fest, die Preise erhöhen sich bei einigen Produkten um einige Cent, bei anderen bleiben sie gleich, aber die Portionen der Verpackung werden kleiner. Die Paprikapreise haben sich verdoppelt. Bei Musikinstrumenten auf der Seite Thomann habe ich in meinem Warenkorb noch nicht so gewaltige Steigungen festgestellt. Kommt aber auch noch. Festplatten befinden sich in der galoppierenden Inflation, Grafikkarten fast schon in der Hyperinflation, Arbeitsspeicher wird auch teurer. Der Gold- und Silberpreis wird durch Wetten manipuliert. Spätestens, wenn die Menschen ihr Papiergold und Papiersilber physisch abholen wollen und feststellen, dass der physische Bedarf die Versprechungen nicht decken kann, weil es zu wenig gibt, explodiert der Preis für Edelmetalle. Ich investiere als nächstes in Zink und andere Rohstoffe, jedoch nicht in physischer Form. Ach, Scheiße, nochmal, ich hab mich versprochen. Natürlich, in physischer Form. In physischer Form. Okay. Es wird in kommenden Videos neben dem Hauptthema finanzielle Bildung auch viel über Masken und mexikanisches Bier gesprochen. Ich weiß, ihr könnt es mittlerweile nicht mehr hören, aber langsam bröckelt die Lüge von der Pandidingsbums. Für Personen, die neu sind, ich muss Codewörter benutzen, um den Algorithmus nicht zu triggern. Alle Videos, die dem Mainstream-Narrativ entsagen, werden wie im Dritten Reich zensiert. Macht's gut, meine Damen und Herren.